Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Heute geht's mit dem Flauschvogel, wollte ich schon sagen, nein, den Flugvogel Yoshi. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Yoshi hieß. Auf jeden Fall sieht er aus wie einer dieser Vögel. Das waren so Flugschulen, Vögel, Yoshis und ja. Heute geht's in die Zubat-Höhle, sieht mal zumindest so aus. Auch ein Level, was mir jetzt vom Avatar jetzt, sage ich einfach mal, absolut nichts sagt von dem Aufbau. Aber wenn ich drin bin, kann ich mich vielleicht wieder erinnern. Labyrinth voller Pfosten. Meinen die damit jetzt Vollpfosten? Hä? Okay, das Level sagt mir überhaupt nichts. Labyrinth voller Pfosten. Was ist da denn? Das hört sich nicht gesund an. Okay, willkommen im Labyrinth voller Pfosten. Ah doch, ich glaube auch das Level sagt mir was. Aber wie gesagt, ich kann mich an diese Level auch einfach absolut nicht mehr erinnern. Ich bin total... Doch, das Level sagt mir was. Das Level sagt mir doch noch was, Leute. Es tut mir leid. Ich kenn's doch. Verdammt, ey. Nice. Okay. Okay, wir haben schon mal auf jeden Fall die erste Wolle. Wisst ihr, das ist 3 Sekunden her und schon habe ich trotzdem wieder vergessen, was ich bekommen habe. Okay. So. Einmal bitte. Wölchen! So viele große Wolle. Ah, das, irgendwie war mir das klar. Okay. Aber da Nummer! Okay. Ja, doch, das Level. Das Level kenne ich definitiv. Das kenne ich definitiv. Meine Frage ist jetzt, ging es unten lang oder... Ah, es geht bei beidem lang. Oh Mann, ich erinnere mich auch, dass das Level ziemlich scheiße war. So. Okay. Ich komme hier total vor, als ob ich hier vollkommen falsch wäre. Ich komme jetzt auch gar nicht mehr da runter. Doch, komme ich. Ach du Sch... Ja, was? Hilfe. Oh Gott, ey. Das Level wird so kompliziert werden. Okay, hier haben wir noch was. Ich denke schon, dass ich hier öfters... Weil ich denke nicht, dass ich hier direkt alles finde. Ah, ich bin wieder hier. Das ist cool. Dann will ich nämlich mal ganz oben lang gehen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz oben irgendwie was ist. Bin ich hier? Okay. Erstmal mal das. Oh! Das ist definitiv eine Blume. Okay, da hinten komme ich auch irgendwie anders nochmal hoch. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Dann denke ich einfach mal, dass das hier doch der richtige Weg ist. Hoffe ich einfach mal. Okay. Ja, haut immer ab. Oh, da oben. Ich bin eigentlich voll auf den drauf gesprungen, aber... Ist ja egal. So, da komme ich nicht rein. Ha, okay, okay, okay. Wie komme ich da hoch? Muss ich da mitspringen? Wie komme ich da hoch?
Irgendwie muss ich ja da hochkommen. Das kann ich auch wegschieben. Definitiv kann ich das irgendwie wegschieben. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich das nicht weg... Ja, ich wollte schon sagen. Oh, eine Blume. Vielen Dank. Ja, Mann, da komme ich nicht hoch. Ich muss noch eins höher. Wo war dann hier hoch? Ah doch, klar, ich hab doch hier meine... Meine lieben Freunde. Oh, zu früh. Jawohl. Und jetzt komm ich auch da hoch. Nice. Oh, den Schlüssel. Okay. Da will ich jetzt noch nicht rein, oder? Doch, da will ich schon rein. Oh. Ich hoffe, da will ich jetzt schon rein. Ach. Nein! Blumi! Verdammte Scheiße! Oh Gott, ey! Und ich sehe gerade, dass mein Akku des Gamepads gleich leer ist. Oh, ganz schnell, ganz schnell! Nein! Das Ladekabel geholt! Ja, okay, okay. Scheiße, ich kann gerade nicht drauf achten. Nein! Mann, das kann doch nicht wahr sein. Das ist gar nicht so einfach, ey. Boah, ich hasse das Level. Ich hasse das Level. Ich wollte mich verarschen. Komm! Was? Jawohl! Ja, oh, thanks God, ey. Okay, das sind sogar die ersten drei Blumen. Aber ich habe da hinten ja noch eine Blume gesehen, aber wie komme ich da hin? Ah. So vielleicht. Ja! Oh, nice! Oh. Herzlies. Den habe ich ja eben treffen lassen. Gar nicht so scheiße. Okay, so komme ich auf jeden Fall zur nächsten Blume. Denke ich mal. Jo. So, da waren wir schon. Dann gehen wir mal hier runter. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt da unten irgendwo rein. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht der richtige Weg ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, was? Hier, oh nein. Oh nein. Nein, ich wollte doch nicht, dass hier das Ende ist. Scheiße. Fuck. Aber wir müssen hier nochmal rein. Und wir fehlen zwei Wolle. Ja gut, wo die letzte Blume ist, weiß ich jetzt. Da war ich einfach nur ein bisschen blöd. Da kann ich aber jetzt gleich einfach runterhüpfen, weil da habe ich ja die ganzen Sticker schon. Aber wer hätte denn ahnen können, dass es da weitergeht? Ich dachte, da hinten bei der Bonustür geht es weiter. Wer hätte das denn ahnen können? Springst du auch mal, Yoshi? Dankeschön. Ich meine nicht, dass ich es bräuchte, hier die ganzen Punkte, aber... Besser als nix. Wenn ich ein Mono-Spiel habe, dann mach ich es auch richtig. Oh Mann, ey. Wer hätte das denn ahnen können? We won. Alles klar. Letzte Blume vereint? Vertrennt, hä? Egal. Okay, wir gehen mal auf jeden Fall in das nächste Level. Oh, Regenbogen-Level. Schön. Sagt mir aber auch wieder nix. Aber das hier hat mir auch nichts gesagt und ich erinnere mich trotzdem daran.
Oh Mann, ey. Okay. Die Frage ist eigentlich eher nur nach den Wollen und halt nach den letzten Stickern, aber die letzten Sticker werden wahrscheinlich bei den Wollen sein. So. Du, komm mal her. So, da können wir jetzt einfach Runner. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch. Die eine Wolle war ja ganz unten. Da habe ich mich ja noch gefragt, wie ich da hinkomme. Und dann müsste die andere Wolle eigentlich in dieser Bonustür sein. Anders kann ich es ja nicht erklären. So, wie komme ich da runter? Nee, das will ich gar nicht. Da, genau da will ich hin. Die Frage ist, wie? Also, das ist eine sehr gute Frage. Muss man ja mal so sagen. So, ja. Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Hier waren Herzen drin, ne? Nicht, dass ich irgendwie Herzen bräuchte, weil ich hab's ja schon mit vollem Leben abgeschlossen, aber sicher ist sicher. Komm. Okay. So, dann einmal activaten. So, weitergehen. Da muss hier irgendwas sein. Ja, die Tür meine ich. Da dachte ich, dass es weitergeht, weil irgendwie muss ich da auch noch hinkommen. Das sieht mir aber eher nach einem Ausgang aus. Ah. So wäre ich also zu denen gekommen. Okay. Das ist die letzte? Was? Was ist denn die gelbe? Muss ich jetzt nachgucken. Die vorletzte. Oha. Hatte ich den Sticker schon mal? Warum sind hier so viele? So. Aha. Ja. Ich habe mir das gerade irgendwie gedacht. Ich dachte aber, da könnte ich jetzt einfach so rein. Das ist wie so eine unsichtbare Wand. Okay, Yoshi, wir kriegen das hin, okay? Okay. Okay, weiter. Das ist die erste Uhr, nice. Yoshi, nach oben. Nice. Weiter. Alles gut. Scheiße. Egal. Yoshi, lass dich fallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Alles klar, haben wir geschafft. Eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch. Mir fehlt noch ein Sticker. Mir fehlt noch ein Sticker. Fehlt mir denn ein Sticker? Den hab ich jetzt aber nicht in der Bonustür da vergessen, oder? Okay, ich glaube, da komme ich nicht so einfach hin. Mir fehlt ein Sticker. Fehlt mir denn ein Sticker? Das verwirrt mich jetzt. Hab ich bei der letzten Blume einen verpasst? Habe ich da einen verpasst? Ich meine nicht. So, da war ein Herzlies. Okay. So, da bin ich. Da, den habe ich. Hier habe ich eigentlich auch alle. Habe ich denn einen Sticker verpasst? Das frage ich mich ja jetzt schon. Könnte ich rein theoretisch die Tür nochmal machen? Nur um zu gucken, ob ich da irgendeinen Sticker verpasst habe. Dürfte ich sogar nochmal machen. Das ist cool. Weil das kann ja nicht sein, dass mir irgendwo ein Sticker fehlt. Aber ich sehe da jetzt gerade nichts. Also ich sehe gerade keinen Sticker, den ich irgendwie verpasst haben könnte. Nö. Hier habe ich auf jeden Fall keinen verpasst. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich will jetzt ungern schon in die letzte Tür. Was war denn da oben? Stimmt, da war das. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Theorie. Eine hätte ich noch. Vielleicht sogar zwei? Ich weiß es nicht. Dafür muss ich nochmal hoch. Meine Theorie ist, entweder die ganz nach unten machen. Nee. Die vielleicht ganz nach unten machen. Nee. Dann den hier ganz nach unten machen. Na komm. Nee.
Hier kann ich was auflecken? Nee. Okay. Dann bleibt mir das als einzige, was ich jetzt noch denken könnte. Was ich aber auch nicht hinbekommen glaube, ist. Sind die ganz nach unten machen? Aha. Ja! Oh, ich bin ein Gott! Oh! Das haben wir auch nicht. Ah, da wäre eine. Oh Gott, da wäre sogar eine Treppe gekommen. Ach Mensch! Ja, nice! Wir haben's! Nur noch die letzte Blume und die ist easy. So, einmal bitte aufschließen. So. Und einfach nur runterfallen, weil hier habe ich alle Sticker. Nice! Sogar 100%. Ja gut, bisher ich habe nicht alle Sticker gesammelt, aber... Ist ja egal. Wir haben alles. In einem Kack-Level. Ja. Yeah. Und das gefällt mir. Ich meine, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil es halt ein Labyrinth war und du halt wissen musst, wie du in jeden Winkel reinkommst, aber... Das war sehr gut. Ich bin zufrieden. So, da bin ich jetzt noch gespannt, was das für ein Yoshi gibt. Denn, ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Vielleicht den Pfosten-Yoshi? Dann wäre der Hammer. Der Pfosten-Yoshi. Ach, du Scheiße. Das ist der... Ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich hatte recht. Der Pfosten-Yoshi. Ich glaub das nicht. Der sieht aber verdammt hässlich aus. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir den ein bisschen toller vorgestellt. Okay. Meine lieben Freunde. Im nächsten Part gehen wir ins Regenbogenlevel mit dem Pfosten-Yoshi. Das wäre super. Wenn es euch gefallen hat, schaltet da wieder ein. Und ich sage bis dahin. Tschüss.